Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu meinem neuen Format Canelox helfende Pfoten. Natürlich ist Canelo bei so einem Projekt auch mit dabei. Ne, Canelo? Wir sind in Hamburg beim Hamburger Tierschutzverein und heute schauen wir mit euch gemeinsam das zweitgrößte Tierheim in Deutschland an. Wisst ihr eigentlich, wie viele Tiere jedes Jahr in deutschen Tierheimen landen? Wisst ihr das? Was denkt ihr? Es sind unglaubliche 350.000 Tiere im Jahr und um die geht es heute. Bevor wir jetzt reingehen, möchte ich mich bei unseren Partnern bedanken, Foodlift und Hundeo, weil ohne deren Unterstützung wäre so ein Projekt auf jeden Fall nicht zustande gekommen. Erstmal danke dafür. Einen Link zu beiden Partnern findet ihr jetzt in der Videobeschreibung. Die meisten werden ihn sowieso kennen aus meinen vorherigen Videos. Jetzt haben wir genug geredet. Es wird sehr, sehr, sehr spannend. Bleibt alle dran. Jetzt gehen wir ran. Komm. So, was geht ab, Freunde? Wir sind jetzt hier in der Praxis. Ihr könnt euch ja mal gerne vorstellen und den Zuschauern auch sagen, was uns heute hier erwartet. Moin. Moin. Ich bin Nilo, hier im HTV Tierarzt. Und das ist Mandy, die hilft mir hier mit beim Untersuchen der Tiere. Wir sind jetzt morgens hier in der Praxis, gucken, was so angekommen ist über die Nacht. Ne? Mhm. Also gestern Nachmittag und über Nacht sind halt Tiere gekommen von Leuten, von der Polizei, von unseren Fahrern. Alles ist möglich. Und ein paar Kisten haben wir jetzt hier stehen. Das sind vor allem Wildtiere. Tauben, Igel, mal gucken, was da sonst noch so dabei ist. Und die gucken wir uns an, warum die hier sind, ob die Hilfe brauchen, ob die wieder raus können. Okay, und ihr wurdet dann auch so kontaktiert oder Polizei hat sie gebracht? Unterschiedlich. Manche Leute kommen nachts einfach anspaziert, haben eine Taube irgendwo gefunden, bringen die her. Manche rufen an, na, ich habe irgendwas zu Hause, holt das mal ab. Mhm. Also alles möglich. Genau, und wer übernimmt die Kosten dann von den Wildtieren, die gefunden werden? Weil die haben ja keinen Besitzer. Die haben keinen Besitzer, trägt der Verein. Also trägt das der Verein. Ist, genau, das ist was, was wir gerne möchten, was die Hamburger gerne möchten und das versuchen wir so gut es geht eben zu machen. Dann fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Erste Kiste. Ist auch immer abenteuerlich, was da so draufsteht. Manchmal steht ganz viel. Ringeltaube. Juvenil heißt junges Tier, verletzt. Okay. Irgendwo eine Verletzung zu sehen. Nö, das ist einfach nur unbefiederte Brust. Das ist in Ordnung. Ich taste jetzt nur einmal die Flügel durch, ne? Die haben alles genauso wie wir. Das hier ist Handgelenk, hier hinten Ellbogen, hier oben Schultergelenk. Die renken sich häufig mal das Schultergelenk aus, ist aber hier nicht der Fall. Handgelenk, Ellbogengelenk, ist nix dick. Schau einmal den Schnabel, die haben relativ oft Entzündung vom Rachen. Hast du schon mal gesehen? Das habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Stehen konnte sie auch, ne, gerade. Da steht jetzt verletzt drauf, aber ich muss mich natürlich immer überzeugen, ob das überhaupt stimmt. Ne? Ich sehe überhaupt keine Verletzung und ich fühle auch nichts. Und dann ist das ein klarer und typischer Fall von Kindesentführung. Das ist eine Ringeltaube in der Ästlingsphase, sagen wir dazu. Also wenn die im Nest noch sitzen, heißt das Nestlingsphase. Wenn die dann auf den Ast gehen, heißt das Ästlingsphase. Aber wieso wurde der jetzt gebracht genau? Ja genau, das, weil die Leute halt meinten, oh, der braucht bestimmt Hilfe, da ist ja gar keine Mama da. Ah. Aber die Mama füttert immer zu. Also die ist halt nicht die ganze Zeit daneben wie im Nest. Sucht ja dann auch genau, und dann essen, packen die Leute die ein und bringen die her. Und das ist eigentlich scheiße, ne? Das ist eigentlich scheiße, genau. Also die ist völlig unnötig hier. Die braucht keine Hilfe, die braucht eigentlich nur ihre Mutter. Aber jetzt ist ja die Mutter sozusagen verloren, oder? Genau, also wir haben hier eine Telefonnummer drauf. Das heißt, einer ruft da mal an und fragt, Mensch, wo hast du die denn gefunden? Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir die an die Stelle wieder zurückbringen können. Mhm. Und vielleicht kriegen wir das hin, dass wir das wieder zusammenführen können. Also wenn man die ungefähr in die Region setzt, dann finden die sich auch wieder. Mhm. Dann passt es auch. Ne? Ja. Das ist auch kein Problem, dass ich die jetzt angefasst habe oder so. Ja. Das ist das Beste. Weil sonst, wenn wir die jetzt von Hand aufziehen, ne, gibt es halt viel mehr Möglichkeiten, dass sich mit irgendwas infiziert oder sich verletzt. Es ist immer besser, wenn die in der Natur aufwachsen. So, Freunde, ihr habt es ja auch gerade gehört und selber gesehen. Wenn ihr ein Tier findet, dann seid euch sicher, dass es verletzt ist oder ruft beim Tierheim erstmal an und bringt ihn nicht unnötig irgendwo hin. Das ist jetzt ein Zettel von der Polizei. Das ist das auch eine Taube. Ist auch eine Taube. Das ist jetzt eine, wir sehen schon, das Blut da. Das ist jetzt auch eine Ringeltaube. Ja, also es gibt im Prinzip zwei Taubenarten in der Stadt, vor allem. Die hat hier ein ganz, ganz dickes Handgelenk. Oh, aua, aua. Ja. Also das ist, entspricht praktisch hier unserem Handgelenk, da wo das so richtig, da ist was gebrochen, ne? Also es, das merkt man richtig, das krepitiert, sagen wir dazu, also es knirscht praktisch. Mhm. So, okay.
Gefühl ist das die einzige Stelle? Nee, da ist auch was. Ah nee, das ist da hingeblutet, genau. Also sie hat sich irgendwie das Handgelenk gebrochen und das blutet jetzt auch ganz stark, weil die Vogelknochen sind ja total spitz. Ne? Mhm. Wenn die brechen, haben die ganz scharfe Kanten und schneiden dann Muskulatur und die Haut auf. Das Problem ist, der Vogel wird nie wieder fliegen können. Ne? Ja. Wenn ein Handgelenk einmal gebrochen ist von einem Vogel, heilt das nie wieder so zusammen, dass das, also ich meine, wenn wir uns mal das Handgelenk gebrochen haben, dann kann man das schienen entsprechend, das ist ja einfach auch ein viel größerer Knochen, dann funktioniert das irgendwann wieder. Aber du wirst es wahrscheinlich dein Leben lang merken, wenn du ein Vogel bist, ne, muss halt alles perfekt funktionieren, sonst kriegst du das nicht hin. Das ist halt keine Stadttaube, die man in der Voliere halten kann, das ist eine Ringeltaube, oder könnte, das ist eine Ringeltaube, also eine sehr wilde Art eigentlich. Und das dem tut man damit keinen Gefallen. Also wenn ich das einfach schiene, wird das heilen, ne? Das ja. Aber es wird nie wieder funktionieren. Ja. Das heißt, und was die fliegt passiert nie jetzt? Wieder. Was die passiert? Müssen wir einschläfern. Müssen wir einschläfern. Ja, die müssen wir einschläfern. Also die ist auf jeden Fall richtig hier, ne? Ja. Die ist ein bisschen älter als die andere, auch noch nicht komplett ausgewachsen, ein bisschen älter. Aber die ist definitiv richtig hier, ne? Ja. Die braucht es. Der können wir aber auch nicht anders helfen als so. Ja, weil die kommt nicht mehr hoch draußen, die würde halt sich sonst einen Fuchs holen oder eine Katze oder so. Ne? Und leiden soll sie ja auch nicht. Genau, das ist natürlich super schmerzhaft, klar. Ja. Aber guck mal, jetzt haben wir hier einen kleinen Igel. Kannst du mal hochheben? Ja. Das ist ein Jungtier. Das ist ein Jungtier. Jahr. Genau, also man sieht, insgesamt ist das Stachelkleid so ein bisschen schütter, ne? Es könnte dichter sein. Ja. Man kann da durchgucken, das ist nicht so dicht wie unsere Haare, ne? Es entspricht aber unseren Haaren. Aber so ein bisschen dichter könnte es sein. Hier hat er so einen kleinen, da ist so ein kleiner Knubbel. Aber genau, erstmal kannst du ihn wiegen. Mandy hat schon eine Waage geholt. Das gehört immer dazu. So einmal Eingangsgewicht feststellen. 139. Das Problem ist draußen ganz oft, wir hatten eine ziemlich warme Nacht heute, ne? Es waren irgendwie 16 Grad. Da sind halt noch Fliegen unterwegs. Und wenn Tiere irgendwo liegen, vielleicht Durchfall haben, bisschen riechen, da gehen halt Fliegen da drauf, legen ihre Eier da drauf. Ne? Das ist halt ganz oft ein Problem, gerade im Sommer. Die schlüpfen dann da, die Maden. Ich guck mal, ob er Lust hat, sich zu zeigen. Man muss die so ein bisschen krabbeln. Da guckt er schon. Aber ich muss im Prinzip mal schauen, ob er irgendwo eine Verletzung hat am Bauch oder so. Da haben wir so ein bisschen diese Fliegeneier, siehst du das? Mhm. Die muss man halt versuchen abzuspülen oder mit einem Flohkamm so rauszukämmen. Ja. Weil wenn die Maden da schlüpfen, dann kann sich fressen ja, die den an. Anfressen, ja. Also wenn der unverletzt ist, dann kommt der, tun wir den auch nicht wieder raus, ne? Der ist halt noch so klein. Ja. Dann kommt der in die Aufzucht zur Insa, die peppelt den hoch und dann wird er wahrscheinlich über den Winter sogar hier bleiben. Man muss die Fliegeneier absammeln. Das könntest du vielleicht mal versuchen. Würdest du das machen? Ja. Dass du die praktisch hier so rauskämmst, weißt du? Mhm. Dass sie so da rauskommen. Versuch mal, ob du das hinkriegst. Das ist auf der einen Seite sind die hauptsächlich scheinbar. Aber die müssen alle weg. Aber braucht er zum Beispiel zum Aufwachsen nicht die Mutter oder die Eltern? Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Nee, genau. Also der frisst jetzt schon, der trinkt keine Milch mehr. Der frisst jetzt schon Insekten und so weiter, was er draußen findet. Und bei uns kriegt er halt, auch Insekten und auch Katzenfutter. Ja, ja. Davon kann er sich erinnern. Das sind ja alles, so Allesfresser, ne? Also die. Der sieht richtig süß aus. Ne? Das erste Mal, dass ich so einen Igel, kleinen Igel sehe. Ja. Was war zum Beispiel deine schönste Erfahrung hier in der Praxis? Also es gibt immer mal wieder einfach schöne Momente, wenn die Leute ihre Tiere halt wiederfinden. Ne? Also das ist eigentlich immer das Schönste, wenn wirklich ein Tier weggelaufen ist, vielleicht irgendwie eine krasse Geschichte dahinter. Was weiß ich, vors Auto gelaufen, Leine gerissen oder losgelassen oder irgendwas. Vielleicht Härchen auch noch was passiert und dann kommen die halt ins Tierheim und die Tiere freuen sich total, ne, dass sie wieder nachgeholt werden. Und die traurigste oder schlimmste Erfahrung hast du eigentlich nonstop, ne? Ja, üble Sachen passieren schon. Ja. Ne? Also ist halt, das haben wir fast täglich, ne? Dass Leute irgendwie Tiere, die alt sind, die krank sind, dann einfach rausschmeißen. Das ist wirklich übel manchmal, ne? Wie herzlos das ist. So, Freunde, ich höre jetzt auf mit Canelo und mit dem ganzen YouTube-Zeug. Ich werde jetzt hier Tierarzt-Elfer. Das ist mein neuer Job jetzt. Sehr gut, können wir brauchen. So, Freunde, ich habe mich gerade hier wirklich angestrengt. Ich musste die Jacke ausziehen, weil es echt zu heiß. Aber ich glaube, habe ich gut gemacht, oder? Tipptopp. Fürs erste Mal? Absolut. Also Praktikum bestanden. Ich sehe nichts mehr. Der geht jetzt rüber zu Insa und kriegt erstmal Frühstück. Insa ist die Kollegin, die sich hauptsächlich um die ganzen Jungsäuger kümmert. Okay. Igel, ich weiß nicht, ob sie auch noch Eichhörnchen hat, kann sein.
Aber da ist drüben ein Raum, da sind die ganzen jungen Säugetiere, die bei uns hier draußen leben, Hamburg. Ja. Dann würde ich sagen, wir sind hier fertig. Ich habe aber gerade noch vom Kollegen gehört, dass wir später nochmal hier sind, weil wir einen Hund untersuchen. Genau. Da freue ich mich auf jeden Fall am meisten drauf. Super. Dann, ja, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Bis später. Jo, Dankeschön. Ciao, ciao. So, Freunde, kurze Werbeunterbrechung. Und zwar muss ich euch meinen Lieblingsfutternapf vorstellen. Und zwar ist das Foodlift. Foodlift, für deinen Vierbeiner immer auf der richtigen Höhe. Ich stelle euch mal ganz kurz die Funktionen vor. Was kann überhaupt das Foodlift? Das zeige ich euch jetzt. Einstellbar auf die optimale Höhe deines Hundes. Dadurch verringern sich die Gelenk- und Rückenprobleme des Hundes. Plus das Vorbeugen von Blähungen und Magenproblemen. Und ganz, ganz wichtig, verringert das Schlingen. Bei der Fütterung ist Bücken nicht mehr notwendig. Und zwar fährst du den Foodlift ganz nach oben, tust den Napf rein und setzt ihn dann in die Memory-Funktion. Und so geht er automatisch in die perfekte Höhe deines Hundes. Guten Appetit, mein Schatz. Vor allem ist der Foodlift sehr vorteilhaft für Personen mit Rückenproblemen oder Personen mit körperlichen Einschränkungen. Rollstuhlfahrer oder was auch immer. Simple Bedienung durch Easy-Touch-Sensoren. Die Pfeile für runter und hoch sind auch perfekt beschrieben. Es hat auch eine Memory-Funktion. Und natürlich die LED-Lampe. Das Foodlift hat sogar einen 3-Stunden-Timer. Das bedeutet, sollte man mal länger als 3 Stunden weg sein, kann man bereits den Foodlift mit Futter befüllen und den Timer einstellen. Nach 3 Stunden fährt dann der Foodlift runter und der Hund kann essen. Und natürlich habe ich einen Rabattcode für euch geklärt. Mit Canelo.35 könnt ihr bei Foodlift 35 Euro sparen. Sichert euch den Foodlift, er ist streng limitiert. Erster Link in der Videobeschreibung. Freunde, wir waren gerade bei der Tierpraxis. Das ist die liebe Insa, von der wir schon gehört haben. Insa, du kannst dich auch noch mal gerne vorstellen und auch den Leuten sagen, wo wir hier sind und was wir hier genau machen. Genau, ich bin Insa. Ich bin hier in der Jungtieraufzucht hauptsächlich tätig. Und wir sind gerade im Raum, wo die ganzen jungen Wildtiere aufgezogen werden. Jetzt sind wir noch mal bei dem gleichen Igel, den wir vorhin bei der Praxis behandelt haben. Und ich glaube, den füttern wir jetzt, oder? Genau, wir gucken mal, ob er jetzt was fressen möchte. Ich habe ihn eben gerade schon ein bisschen auf dem Wärmekissen gesetzt, weil der so ein bisschen matt war. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob er von alleine frisst und sonst geben wir ihm was mit der Spritze. Dann noch ein paar Mehlsäure. Einfach dazuschütten? Einfach so ein paar dazuschütten. Und was passiert hier generell in der Station? Also ab dem Frühjahr sind hier alle möglichen Wildtiere immer so zu finden. Also mit Eichhörnchen, Feldhasen, Wildkaninchen. Ziehen wir alles groß, was die Leute in Hamburg so finden. Okay, und wenn die großgezogen sind, dann setzen wir die wieder aus? Genau, dann setzen wir die wieder raus. Und ja, und wir haben auch ganz liebe Pflegestellen, die manchmal auch noch weiter versorgen in ihren Gärten. Und ja, das klappt richtig gut. Wie lange sind dann die Wildtiere im Durchschnitt hier? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommen sie noch ganz komplett nackt und je nachdem blind. Dann, ja. Genau, und dann sind sie schon viele Wochen hier. Aber manchmal brauchen sie auch nur noch das letzte bisschen und sind nur 2 Wochen oder so hier. Super. Ja. Gucken, ob ich ihn nehme. Jetzt frisst er so langsam. Was ist das jetzt genau zum Essen? Also das ist eine Mischung. Wir versuchen immer so vielseitig wie möglich zu ernähren. Und weil Igel ja Insektenfresser sind, versuchen wir natürlich auch einen hohen Insektenanteil mit drin zu haben. Mhm. Das sind jetzt Mehlwürmer, Wachsmottenlarven, aber auch ein bisschen Hackfleisch gebraten, Igeltrockenfutter und Katzenfutter, hochwertiges Katzen. Wir waren jetzt vorhin auch bei der Praxis, da sind auch mehrere Tauben reingekommen, die eigentlich gar nicht zur Behandlung müssten. Die wurden wahrscheinlich dann von den Eltern getrennt. Wie ist es so zum Beispiel bei den Wildtieren? Also bei Igel, Kaninchen ist es genau dasselbe? Es kommen auch oft Igel oder andere Säugetiere, die gar nicht unbedingt unsere Hilfe brauchen würden. Die plumpsen vielleicht einmal runter, sind kurz benommen und würden danach aber wieder weiter von den Eltern versorgt werden. Also eigentlich ist es nur wichtig, Tiere brauchen Hilfe, wenn sie verletzt sind. Also wenn man eine offensichtliche Verletzung sieht oder wenn sie nackt und blind außerhalb des Nestes gefunden werden. So, Freunde, ihr habt es auch gerade selber mitbekommen, selber gehört. Ihr müsst wirklich differenzieren, ob das Tier krank ist oder ob das gerade einfach einen Ausflug macht und die Eltern dann wieder kommen und das Tier einsacken. Deswegen
Ruft, bevor ihr Tiere seht oder wo ihr denkt, die könnten krank sein oder was auch immer, ruft ein Tierheim an, fragt lieber nach und seid euch sicher, dass dieses Tier Hilfe braucht, weil man muss die Tierheime auch nicht unnötig belasten, weil die haben hier wirklich sehr viel zu tun. Und genau, das ist so meine Rede. Also Insa, nehmen wir mal an, bei mir im Garten ist ein Igel und ich sehe den. Was kann ich am besten tun oder was kann ich machen, wie kann ich dem helfen? Am besten ist es, den Garten so natürlich wie möglich zu halten. Also schön viel Laub liegen lassen, ein bisschen unordentlich, viele Pflanzen und dann finden sie genug Insekten. Und wenn man ihnen nochmal extra zusätzlich helfen will, kann man auch noch Katzenfutter, hochwertiges Katzenfutter dazu füttern oder Igeltrockenfutter. Dann gibt man ihnen ein bisschen Hilfe. Natürlich immer eine Wasserschale, das ist für alle Tiere super. Ja. Und jetzt nochmal für die Leute, weil das ist auch ganz wichtig, was dürfen sie nicht essen oder trinken? Genau, auf keinen Fall Milch füttern, davon bekommen sie Bauchweh. So, Freunde, jetzt habe ich noch eine sehr interessante Frage. Insa, was war zum Beispiel das außergewöhnlichste Säugetier, wo du dich hier in der Station gekümmert hast? Dieses Jahr hatten wir einen kleinen Maulwurf und das war einmalig. Also einen Maulwurf hatte ich jetzt nur einmal hier. Und, okay. Ja, der wurde bei Ausgrabungsarbeiten, bei Bauarbeiten gefunden. Und dann haben wir uns eine Zeit lang um ihn gekümmert und wir haben ihn ein bisschen mit Milch gefüttert und das fand er immer richtig gut. Hat er gebissen? Nein, hat nicht gebissen. Hat nicht gebissen. Und später ist er dann in eine andere Wildtierauffangsstation gekommen, die ein bisschen sich auf speziellere Tiere spezialisiert haben. Und dann tun sie ihn so quasi aufpeppen, gesund machen und dann wieder aussetzen. Genau. Ja. Super. Ja, sehr interessant. So, Insa, vielen Dank erstmal für die Aufklärungsarbeit. Jetzt gehen wir zu Hermann. Wer Hermann ist, das werdet ihr gleich sehen. Er ist was sehr, sehr Besonderes und hat auch was Besonderes. Und den lernen wir jetzt kennen. Ich würde sagen, wir sind in der Station fertig und gehen weiter. Also, Freunde, wir müssen uns jetzt von dem Igel verabschieden. Ich habe noch nie einen Baby-Igel gesehen. Das ist wirklich sehr besonders für mich gerade und sehr interessant. Und ja, Namen habe ich immer noch nicht gefunden, weil ich weiß nicht mal, ob das Männchen, Weibchen ist. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wie soll der heißen, aber ein Unisex-Namen, was für Mädchen und für Jungen passt. So, Freunde, das ist Hermann, von dem ich euch schon erzählt habe. Und das ist die Pia. Und die will jetzt mal ein bisschen erzählen, was an Hermann besonders ist, wieso er hier ist, wieso er Maulkorb trägt und was das für eine Rasse ist. Das ist Hermann. Ich habe den zurzeit mit auf Pflege, einfach, dass er auch mal ein bisschen hier rauskommt aus dem Tierheimalltag. Hermann ist eine Old English Bulldog Mix und er hat jetzt hier auf dem Tierheimgelände draußen den Maulkorb auf, weil zu Menschen ist Hermann absolut Zucker, aber mit anderen Hunden ist er nicht so verträglich, deswegen hat er einfach zur Sicherheit den Maulkorb nochmal drauf, genau, dass da einfach nichts schief geht. Also Hermann, hast du ja gesagt, du bist ja die Pflegestelle von Hermann, bis ein neuer Besitzer kommt oder adoptiert wird. Was passiert zum Beispiel mit Hermann, wenn keiner kommt, also wenn sich keiner für ihn interessiert? Genau, das kommt auch durchaus mal vor, dass Hunde einfach niemanden finden. Die behalten wir natürlich hier und kümmern uns einfach dann um die. Und das ist dann quasi so ein Hospizplatz für die. Und die dürfen dann hier ihr Leben dann führen. Ihr habt es gerade selber gehört, die Gerüchte, die rumgehen immer, dass Tierheime die Hunde einschläfern, wenn die keiner haben möchte oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. In gar kein Tierheim in Deutschland. Und da bin ich auch der festen Überzeugung. Und ja, Hermann wird es auf jeden Fall gut haben und ich hoffe, dass er vermittelt wird. Also Freunde, nochmal für euch, ich habe Kanello damals auch vom Züchter geholt, was natürlich ein sehr, sehr großer Fehler war, sage ich ganz offen und ehrlich, weil mit dem Wissen, was ich jetzt habe, mit der Information, was ich jetzt habe, würde ich mir nie wieder einen Hund mehr von Züchter holen. Hier in diesem Tierheim in Hamburg, in dem wir sind, landen 850 Hunde im Jahr im Tierheim und das ist wirklich schrecklich, beziehungsweise holt euch einfach einen Hund aus der Tierrettung, aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim und ermöglichen ein schönes Leben, als den vom Züchter zu holen, dass sich die Tiere nochmal ernähren und es dann noch zigtausende Tiere auf dieser Welt gibt. Deswegen würde ich euch lieber empfehlen, holt euch Tiere vom Tierheim. Wenn ihr in diesem Video ein Tier gesehen habt, dem ihr helfen wollt, dann gibt es die Möglichkeit, ein Tier zu adoptieren oder eine Patenschaft zu übernehmen oder freiwillige Arbeit hier im Tierheim Hamburg zu leisten. Ich habe ja gehört, du warst ja schon in der Arztpraxis, das passt ganz gut, weil Hermann jetzt auch eben jetzt hier die ganze Zeit immer schon angefangen hat, so sein Beinchen anzuheben, das linke, weil er da einfach Schmerzen hat und deswegen sowieso auch noch mal in die Praxis muss, damit sich das noch mal angeguckt wird. Hermann, gehen wir zu Onkel Doktor. Ja, zu Onkel Doktor. Ja, dann schau, hier hebt er auch sein Bein. Genau. Wie man sieht, da hat er echt Schmerzen. Ja, bis wenn er lange läuft oder lange liegt. Ja. Er...
So, das haben wir Hermann gebracht. Ja. Ich habe schon gesehen an der Pfote, der hebt sie die ganze Zeit. Jetzt wird er, glaube ich, ein bisschen behandelt oder kontrolliert. Genau, ich gucke mir einmal an. Die haben mir das gestern schon gesagt, dass er vorne links lahmt. Wir haben ihn gestern schon auf ein Schmerzmittel gesetzt. Das heißt, er lahmt jetzt schon mit Schmerzmittel. Ne? Das ist ungefähr vergleichbar, wie wenn wir ein Ibuprofen nehmen oder so ein Paracetamol von der Stärke her. Ne? Ja. Hast du schon was einen Verdacht, was er haben könnte? Nee, ehrlich gesagt, gibt es so viele Möglichkeiten. Er ist ein relativ, also er zeigt den Schmerz nicht so richtig gut. Ja. Ne? Ich habe gestern schon einmal das Bein abgetastet, ohne Schmerzmittel. Hat er mir nicht gezeigt, in welchem Gelenk es wehtut. Ne? So ein Vordergliedmaße hat natürlich einen Haufen Gelenke. Keine Knochen, wo es wehtut, der hat nichts gezeigt. In solchen Fällen gibt man halt erstmal eine Woche bis 10 Tage ein Schmerzmittel, dauerhaft sozusagen, und schont ihn. Also dass er nicht jetzt hier irgendwie wilde Sau spielt, dass man einfach ein bisschen schont. Für den Fall, dass er sich einfach vertreten hat. Ja. Weil es das erste Mal jetzt aufgetreten ist, macht man das in der Regel so. Wenn das jetzt weiter so bleibt, dann guckt man. Ne? Dann muss man vielleicht auch mal in Narkose legen, genauer durch. Bewegen die Gelenke, ob man irgendwo was spürt. Da muss man einfach weiter gucken, aber da komme ich mit den Händen nicht weiter. Okay, guck mal. Das Anfälligste an der Vordergliedmaße ist eigentlich der Ellbogen. Ja, man hört jetzt schon, dass er die ganze Zeit röchelt, ne? Also, dass er die ganze Zeit so am Schnarchen ist. Das ist halt nicht gesund, ne? Also, der ist halt eigentlich viel zu stark überzeichnet. Also, wir sagen Qualzucht dazu, viel zu kurze Nase. Ne? Der eigentlich soll er ja wie ein Wolf eine lange Schnauze haben. Bei ihm ist das alles zusammengeditscht. Und aber wie, das verstehe ich selber jetzt nicht und meine Zuschauer, glaube ich, noch weniger. Ja. Was ist, also wie entsteht eine Qualzucht? Ja, im Prinzip durch rücksichtsloses Züchten, ne? Also durch die Auswahl der falschen Elterntiere. Also letztendlich ist ja, der Mensch legt halt immer Wert auf Äußerlichkeiten. Ne? Also der wollte halt einen Hund haben, der eine kurze Schnauze hat, der uns ähnlich sieht. Wir haben ein kurzes, flaches Gesicht, ne? Wie ein Affe im Prinzip ja hat. Und das hat man ein Stück weit auf die Hunde übertragen wollen. Aber das ging halt einfach zu schnell. Oder erstmal, es bringt einfach Probleme mit sich, sagen wir mal so. Es bringt halt Probleme mit sich, wenn die Nase sich so verkürzt. Bei uns ist es halt so, ein Affe, ne? Also ein Schimpanse, der hat mehr Zähne als wir, weil er ein bisschen längere Schnauze auch hat. Unser Gesicht wurde mit der Zeit immer kürzer und wir haben weniger Zähne. Weisheitszähne werden meistens sogar gezogen, weil es halt kein Platz ist sozusagen. Er hat alle Zähne in dieser kurzen Schnauze, deswegen stehen die meistens kreuz und quer. Wie man bei ihm hier, ne? Guck mal, wo. Normalerweise sollen die aufeinander stehen wie bei uns. Und bei ihm kann man von oben. Ja, da sieht man deutlich. Kann man Breckis reinlegen, die würden liegen bleiben, ne? Also es ist locker 3-4 cm zu kurz, der Oberkiefer. Und das führt halt dazu, dass dieser ganze Nasenbereich verkürzt ist. Das sieht man einmal an der Haut, die schlägt sich dann in Falten. Bei ihm geht es sogar noch. Ne? Also die Falten bilden sich und zwischen diesen Falten hat man halt immer so ein Schmierkram, ne? Weil das ist immer ein bisschen feucht. Wenn er trinkt kommt oder wenn er frisst, kommt da einfach Schmutz rein. Und wenn man das nicht regelmäßig sauber macht, dann entzündet sich das. Ja. Also bringt einmal immer nur Krankheiten mit sich. Bringt nur Krankheiten mit sich. Und das Gleiche ist innen auch. Die ganze Schleimhaut legt sich in Falten und das führt dann zu dieser Schnarcherei. Wir schnarchen ja unter Umständen auch, ne? In der Nacht, wenn man irgendwie auf der Nase liegt oder so, schnarcht man auch. Er schnarcht am Tage beim normalen Atmen auch, ne? Dadurch, dass die Schleimhaut viel zu lang ist. Und das kann halt auch zu Atemnot führen, ne? Wenn ihm jetzt zu heiß ist, das ein bisschen anschwillt, ihn vielleicht noch irgendwas sticht oder er allergisch auf irgendwas reagiert, dann schwillt das zu und dann kriegt er halt richtig Atemnot. Würdest du auch sagen, dass zum Beispiel es gesunde Qualzuchten gibt, zum Beispiel gesunde Tiere, die in solchen Rassen sind? Nee, Mann, ich würde jetzt nicht... Weil ich verstehe es immer nicht, weil irgendwo muss ja die Rasse herkommen. Irgendwo... So. Ja, aber wenn man sich zum Beispiel den Mops anguckt, wie er früher ausgesehen hat, ne, hat er eine viel längere Schnauze im Vergleich zu heute. Also letztendlich entscheidet ja so einen Rasseclub oder diejenigen, die festlegen, was zu der Rasse gehört, oder die Richter letztendlich auf so Zucht schauen, die sagen, okay, so hat die Rasse auszusehen, wir wünschen uns so einen kurzen Kopf, du kriegst jetzt viele Punkte und dann wird damit halt gezüchtet. Ne? Ja, also letztlich sind die das so ein bisschen, die das entscheiden, also diese Vereine, die sich um diese Rasse kümmern. Ja. Aber das verändert sich halt auch. Ne? Und das war vor 50, 100, 200 Jahren, so, es gibt lange Rassezucht schon und auch diese Zuchtschauen, hat man da noch auf andere Sachen Wert gelegt. Und teilweise waren das, was wir heute als Qualzuchten bezeichnen, waren teilweise auch Arbeitshunde, die einfach auf eine bestimmte, also nicht auf Äußerlichkeiten so sehr, sondern eher darauf
gezüchtet wurden, was erfüllen die jetzt für eine Funktion innerhalb ihrer Rasse. Ne? Ja. Genau, aber das sind so klassische Merkmale, also diese Kurzköpfigkeit, wir sagen Brachycephalen-Syndrom dazu, das bezieht sich auf, der Oberkiefer wird zu kurz, dadurch wird die Nase zu kurz, die kriegen diese Hautfalten, die kriegen Probleme mit dem Atmen, die kriegen häufig auch Probleme, das ist jetzt hier nicht so sehr, aber wir haben das eher bei kleineren Rassen, dann diese Glubschaugen, ne? Also dann haben die im Prinzip eingequetscht so mäßig, dass die Augen... Genau, also die haben eine ganz flache, knöcherne Augenhöhle, also wo das Auge sitzt, praktisch in so einem, letztlich in einem knöchernen Loch im Schädel. Mhm. Und bei zum Beispiel Möpsen oder französischen Bulldoggen hat man es auch ein bisschen mehr, auch Shih Tzu, so klassische Schoßhündchen, die wirkt halt, ob die riesige Augen haben. Die haben gar nicht per se größere Augen, die sitzen nur halt in solchen flachen, Höhlen, wenn man so will, und dann wirken sie halt so glubschig. Ja. Aber das ist halt etwas, was die Menschen anspricht. Ne? Kindchenschema, große, runde Augen. Aber dann ploppen die zum Beispiel raus. Ne? Wenn die irgendwie einen Schreck kriegen oder so, können die Augen rausfallen. Und dann hängt es da und dann muss man es zurückdrücken. Krass. Sonst werden die blind davon. Das ist ja krass. Wie ist es mit dem Schwanz? Hat eigentlich jeder Hund einen Schwanz oder ist es dann auch eine Art von Qualzucht, wenn man den zurückbildet? Oder gibt es da auch noch? Verschiedene Aspekte. Er hat hier so eine klassische Stummelrute, ne? Oder so eine Korkenzieherrute, sagen wir eigentlich dazu. Die Rute ist ja Bestandteil, oder die Bewegung der Rute ist ja Bestandteil, genau, der Kommunikation. Das ist ganz wichtig. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem, ne? Dass dieses Geschnarche, wenn er auf einen anderen Hund zukommt und so grunzt, dann denkt der andere, boah, der knurrt mich an. Also die haben dauernd auch schon deswegen Probleme mit anderen Hunden in der Kommunikation, weil sie missverstanden werden. Und die Rute ist auch wichtiger Teil, weißt du selber, ne? Wie die mit der Rute kommunizieren, das kann er nicht. Also dieser Stummel wird auch das machen, aber der andere Hund sieht das überhaupt nicht. Ja. Ne? Und dazu kommt halt dieses Gedrehte, bezieht sich oft gar nicht so sehr nur auf die Schwanzwirbel, sondern das geht manchmal auch weiter oder betrifft dann auch einen Teil der restlichen Wirbelsäule. Und dann hat man Missbildung der Wirbelkörper. Also dann ist der Wirbel eben nicht, hat nicht die Form, wie es eigentlich sich gehört, sondern ist missgebildet, dann drückt das Rückenmark gedrückt, die neigen viel stärker zu Bandscheibenvorfällen, deswegen, also haben dann sauber. Also wenn es keine Qualzucht wäre, dann hätte er auch einen längeren Schwanz. Einen längeren Schwanz, genau. Also letztlich ist es immer eine Frage, wie war sein Vater, seine Mutter und so weiter und so fort. Ne? Also es haben nicht alle kurzköpfigen Rassen so eine Stummelrute. Mhm. Ne? Und es haben nicht alle Hunde mit Stummelrute so einen Kopf, so einen brachycephalen Kopf. Ja. Also es ist letztlich die Kombination aus allem und es tritt nicht bei allen jedes Detail zutage sozusagen. Ne? Ja. Er ist auch ein bisschen überbaut, aber es gibt auch noch welche, die sind dann noch schwerer. Ne? Da haben die dann auch viel kurze mehr Probleme. Beine. Genau, haben dann noch viel mehr Probleme mit den Gliedmaßen, mit den Gelenken, genau. Das geht bei ihm noch einigermaßen. Ne? Aber insgesamt hat er halt wirklich Merkmale, die bringen halt einen Haufen Probleme mit sich. Ja. Und das ist halt einfach menschengemacht, das ist so unnötig, weißt du? Ja. Da werden halt auf die Bedürfnisse, auf Deutsch gesagt, bei den Hunden geschissen. Ja. Hauptsache, der schaut gut aus für den Menschen. Schaut gut aus. Ja, viele mögen das ja auch. Ne? Ja. Ich meine, er wirkt ja auch nett irgendwie. Aber es ist vielleicht wirklich so ein bisschen auch dieses, dass er dann menschlicher wirkt oder so. Ne? Aber es ist eben überhaupt nicht im Sinne des Tieres. Ne? Und das Bewusstsein fehlt manchmal. Und wie ist es so für dich? Sollte man sich so eine Qualzucht holen? Anlegen. Mhm. Was sagst du dazu? Ja. Also den Hermann, da wünschen wir uns natürlich, dass der ein schönes Zuhause findet. Das ist ja klar. Ne? Also die Hunde, die da sind, die müssen natürlich irgendwie einen Liebhaber finden und sollen sie ja auch. Aber es soll halt nicht gezüchtet werden. Ne? Also holt euch halt solche Hunde nicht vom Züchter, nicht als Welpen. Da sind sie natürlich noch süßer, aber alle Welpen sind süß, das ist ja klar. Aber wir wollen es eigentlich nicht, dass mit solchen Hunden gezüchtet wird. Ne? Vermehrt einfach nur das Tierleid. Also die werden krank geboren. Ne? Ja, als Mensch würde man einen Schwerbehindertenausweis kriegen. Ja. Mal als Vergleich gezogen. Und ich stelle mir halt dann immer die Frage, weil viele sagen ja, man soll sie nicht von Züchter holen und man soll das nicht machen. Ja. Aber letztendlich sind die Hunde ja da. Ja. Was sollte am besten mit den Hunden passieren? Weil ich glaube, dass es schwierig ist, so eine Züchtung zu unterlassen, also dass keiner mehr auf der Welt solche Hunde züchtet. Nee, das stimmt. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Ne? Ja. Das ist ja klar, man muss irgendwo anfangen. Es ist, glaube ich, schon viel gewonnen, wenn den Leuten einfach klar ist, dieses Schnarchen ist nicht süß, ne? Sondern das ist der Anfang von einem Erstickungsanfall, ne? Letztendlich.
Seine Lefzen sind ziemlich schwer hier. Hier geht das ja noch, ne? Aber das zieht auch sein Augenlid hier runter. Ne? Mhm. Dadurch sieht man immer so ein bisschen von ihm die, halt hier die Bindehaut, ne? Vom Auge. Das heißt, es ist anfälliger gegen Staub und was da alles reinfliegen kann. Also, ja. Die große Augen haben, laufen auch schneller mal irgendwo gegen, verletzen sich dann die Augen. Also letztlich ist es wichtig, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es nicht normal und das ist nicht gesund. Ja. Und das wollen wir nach Möglichkeit nicht. Ne? Die Hunde, die da sind, sind eben da und es wird immer jemanden geben, der damit züchtet. Aber uns ist schon viel gewonnen, wenn es einfach weniger wären. Genau. So, ich muss auch ehrlich sagen, ich kriege auch sehr viel Kritik wegen meiner Qualzucht, die ich habe. Das ist die Bonnie, die kennen wir auch viele. Die habe ich mir aber damals mit ein bisschen gekauft, beziehungsweise ich und meine Freundin haben sie gekauft, weil wir auch wie alle verblendet waren und gesagt haben, ja, süß und Glubschaugen und kein Schwanz und klein, kurze Beine, so. Aber mit dem Wissen oder mit der Beschäftigung, die ich jetzt mache oder jetzt hier euch besuche und mit euch drüber rede, würde ich mir nie wieder mal so eine... Guck mal, dann ist das schon viel gewonnen, ne? Du hast drüber nachgedacht. Ja. Und du wirst es hoffentlich einfach dir nicht nochmal wieder einen Welpen von so einer Rasse zulegen. Ne? Und ich sehe ja auch Videos im Internet, wie die Hunde schnarchen, die schlafen teilweise im Sitzen, weil sie so besser atmen können. Es ist wirklich grausam fürs Tier. Mhm. Und nochmal ein Message für die Leute, holt euch diese Hunde nicht vom Züchter. Wenn sie in Tierheimen sind und da landen, dann könnt ihr die gerne adoptieren, weil sie brauchen ja auch ein schönes Zuhause. Aber vom Züchter bitte nicht holen, weil so werden sie nur vermehrt. Und in der Öffentlichkeit dann nur noch mehr geliebt. So Freunde, wir sind hier im Reptilienhaus. Das ist die liebe Carla, das ist Stuart. Und heute wird sie uns ein bisschen davon erzählen, wieso die Tiere hier landen und was sie für Geschichten haben. Und da freue ich mich jetzt drauf und es wird auch sehr interessant. So Freunde, es ist auch sehr, sehr besonders für mich, weil ich habe noch nie eine Schlange so in echt gesehen und vor allem auch angefasst. Willst du machen? Anfassen? Ja, kannst du auch haben. Sicher? Ja, das macht gar nichts. Was genau ist das für eine Schlange? Das ist eine Cornata. Cornata? Genau. Und die ist aber nicht giftig, oder? Nee, das sind keine Gifttiere. Aber die Frage ist jetzt, wie landet diese Schlange hier? Also wieso landet die im Tierheim? Da haben die verschiedenen Gründe. Stuart ist an Abgabe. Der Besitzer hatte keinen Platz mehr, deswegen hat das Stuart abgegeben. Der ist schon seit ein paar Monaten hier und er sucht auf jeden Fall ein neues Zuhause. Neues Zuhause. Wir kriegen sonst auch als Fundtiere einige, die wurden einfach gefunden. Genau. Und wie kann man zum Beispiel so eine Schlange adoptieren? Was muss man erfüllen, was muss man mitnehmen? Erstmal machen wir auch ein Gespräch, die Leute kommen vorbei, wir zeigen auch unsere Schlange, sodass sie können sich zumindest eine Meinung schon hören, sagen wir so. Mhm. Und wir haben auch Zettel, wo steht, wie groß muss das Terrarium sein. Und wenn die Leute das haben, brauchen wir auf jeden Fall Bilder von dieser, sodass wir auf die sichere Seite sind. Mhm. Und wenn alles erfüllt ist, können die das Tier abholen. Das geht ganz schnell eigentlich. Kann man zum Beispiel so eine Schlange aussetzen, dass sie draußen irgendwie lebt oder muss das in so ein Terrarium leben? Die brauchen ein Terrarium auf jeden Fall, weil die brauchen Wärme. Okay. Sonst würden die nicht überleben. Ja. Und was haben wir noch für Schlangenarten hier? Hier momentan haben wir noch Borkus scytus und die ganz große zum Beispiel. Das sind Würgenschlange. Was ist das genau? Das ist ein Bartagame. Okay, krass, sieht aus wie ein Mini-Drache. Ja. Wie kommt der hier? Also, woher habt ihr die? Er ist in Abgabe. Der Besitzer hatte keinen Platz mehr, deswegen ist er zu uns gekommen. Und er sucht auch ein neues Zuhause, sitzt schon seit ein paar Wochen bei uns. Genau. Weiß man ungefähr, wie alt er ist? Zwischen 6 und 8 wurde von dem Vorbesitzer zumindest gesagt. Und können die zum Beispiel in der Wildnis überleben, wenn man die aussetzt? Ja. Nee. Nein? Nein. Die brauchen, wie schon bei Schlange auch gesagt, auch Wärme. Deswegen, die brauchen immer Lampen. Mhm. Die fressen eher Gemüse und Obst, aber das muss auch weniger gehalten werden, sagen wir so. Aber sonst fressen wir auch Heimchen. Freunde, hier sind zwei Würgeschlangen drin. Was genau machen wir jetzt? Genau, wir können die Tür auf jeden Fall aufmachen, trotzdem mit Abstand gucken. Das sind Borkus scytus. Deswegen, die werden 2-3 Meter groß auf jeden Fall. Okay. Die sind noch nicht so groß, aber auf jeden Fall gefährlich. Die sind gefährlich? Ja. Sind die giftig? Nee, giftig sind die nicht, aber wie der Name schon sagt, Würgenschlange, die können auch würgen. Okay, dann müssen wir jetzt auf Abstand gehen, weil ich will noch überleben hier. Auf jeden Fall sehr schöner Muster.
Und wie groß ist die jetzt? Ein bisschen mehr als 2 Meter. Und die kann bis zu 3 Meter werden, oder? Können die auf jeden Fall locker schaffen. Krass. Und wie muss man die füttern? Also wann, was essen die und was für die Zeitraum? Die essen gefrorene Ratten bei uns und die kriegen das alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen und es reicht denen so alle 2 Wochen? Ja. Und was habt ihr noch besonders hier? Genau, da sind zum Beispiel die 3. Die kann man leider nicht anfassen. Mhm. Das ist das Einzige nur. Das sind Pantherschildkröte. Die sind noch relativ klein. Wie alt werden ungefähr die Schildkröten? Das ist wie bei jeder Schildkröte, deswegen zwischen 60 und 80 Jahre können die werden. Krass. Und was fressen die? Eher grundsätzlich Salat. Aussetzen ist natürlich das die schlechteste Maßnahme, weil die Tiere dann sich selbst überlassen sind. Häufig unter elenden Bedingungen, auf Deutsch gesagt, verrecken. Wir haben derzeit die Themen Animal Hoarding und natürlich Welpenhandel. Züchten Leute einfach Welpen und die hoffentlich gut vertickt werden können. Ja. Die werden dann bei eBay angeboten. Und häufig, weil die aus so schlechten Bedingungen kommen, sind die krank und bringen Krankheiten mit und sterben hier. Listenhunde werden nie mit Aggressivität geboren. Ich finde immer, es ist immer der Schuld, der die Leine hält.